Tja, das scheint Ihnen gar nicht geschmeckt zu haben. Ich wollte jetzt eigentlich erst schriftlich antworten, aber habe gemerkt, dass das zu lange dauert. Ich bin mit meinem Zeitungskram noch nicht fertig, deswegen rede ich jetzt einfach nochmal schnell. So. Wie heißt nochmal das Adjektiv, wenn man denkt, dass seine die einzige Ware ist? Wie gesagt, es geht hier nicht um. Es geht hier. Klar, um den Stil kann man nochmal debattieren, aber in einem Format, wo es darum geht zu reden, wenn ich da mehr rede und sinnvoller rede, verschiedenartig rede, da bin ich da wohl auch besser. Aber okay, stellen wir mal so hin. Es geht hier in erster Linie darum, dass ich den Sound hochdrehe und andere machen das nicht. Dass ich den Titel richtig beschrifte und andere machen das nicht. Das ist doch kein subjektives. Keine subjektive Diskussion, das ist ein Fakt. Wenn jemand einen Führerschein hat und nicht Auto fahren kann, dann ist dann. Und ich sage, der kann nicht fahren, wenn der bei Rot über die Ampel fährt, dann ist das ein Fakt. Da kannst du dich nicht hinstellen und sagen, jeder hat eine andere Meinung, wie jetzt? Darf ich bei Rot rüberfahren oder was? Ja, das versteht er nicht. Aber er hat ja auch zugegeben, dass er, steht hier, ne, warum sollte ich mir ein dreistündiges Video anschauen? Naja, also, ne, wenn man Leuten etwas vorwirft, du kannst doch nicht sagen, meine Meinung ist falsch, wenn du gar nicht meine Meinung hörst, ja? Das ist so dieses la 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 la, ja, du bist im Unrecht, la 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 la, ja, das ist, aber erst, man sieht, er ist angepisst. So, und du gibst dir vielleicht mehr Mühe als Kisho, aber und jetzt, naja, also wenn ich mir mehr Mühe gebe, sollte ich vielleicht auch mehr kriegen und dann solltest du mich respektieren. Warum soll deine Art, wie du schneidest, die richtige sein? Ich schneide keine Let's Plays, ne? Da kann ich gleich noch hinzufügen, dass, hatte ich das jetzt hingeschrieben? Genau, ich wollte es ja gerade niederschreiben, dann habe ich das abgebrochen. Es kam, ich weiß nicht, davor oder danach auch noch ein anderer Kommentar unter dem ersten Spider-Man-Part. Da bin ich auf Kommentar ausblenden geklickt, weil ich dachte, man könnte vielleicht dafür sorgen, dass ich weiterhin Kommentare von ihm kriege. Also, dass ich ihn nicht blockiere, aber er denkt, ich hätte ihn blockiert, ja. Also quasi, dass ich die Kommentare kriege und kein anderer die lesen kann, damit ich ihn so ein bisschen abfacken kann. Aber YouTube hat das irgendwie mit Löschen gleichgesetzt. Also der Kommentar wurde gelöscht, ich kann ihn aber noch wiedergeben. Und zwar hat er mich da gefragt, wieso ich am Anfang des Let's Plays nochmal Soundeinstellungen gemacht habe, weil ich bin doch so perfekt. Das müsste doch eigentlich perfekt sein, ja? Das ist auch mal ganz, ganz lustig. Habe ich mir auch schon so, klar, ne? Ich höre mir ja selber zu und dann versuche ich mich selber zu widerlegen. Und so einen Kommentar habe ich auch schon lange gedanklich kommen sehen. Oh mein Gott, Raven, du bist der perfekt. Ja, wieso hast du dir denn da einen Fehler erlaubt? Ja, das ist natürlich sehr, sehr bitter. Natürlich bin ich nicht perfekt, aber der Unterschied zwischen mir und anderen ist, dass ich versuche, immer perfekt zu sein und andere versuchen es gar nicht. Natürlich passieren mir auch Fehler, ja. Und ich meine, die Soundeinstellung am Ende des Tages könnt ihr empfindliche Ohren haben. Oder ich empfindliche, es kann nicht perfekt sein. Perfektion ist eine Illusion, aber es gibt ja wohl einen Unterschied zwischen jemandem, der überhaupt nie 10, 11, 12 Jahre lang sich nie Mühe gegeben hat und jemand, der wirklich immer versucht und versucht, wirklich bei dem, wie gesagt, bei den Atlantis-Videos, da habe ich die letzten 5 Folgen, ich habe die dreimal runtergenommen und wieder hoch und dann war da die eine Minute, die 10 Sekunden, da habe ich den Sound nicht hochgedreht, ja. Das ist doch, es ist doch ein Unterschied, ob jemand immer versucht, perfekt zu sein und natürlich alle 300 Videos passiert mir dann vielleicht auch ein Fehler. Und was machen dann diese Leute, anstatt zu realisieren, okay, der hat jetzt 300 Mal was richtig gemacht und einmal etwas falsch? Kommentieren sie nur, die sucht, man sucht, ja, natürlich, ey, ich verstehe das irgendwo, wenn jemand behauptet, perfekt zu sein, man sucht die Fehler, aber man kann doch nicht konsequent all das ignorieren, was ich richtig mache, ja? Ja, ich weiß, dass ich mir mit solchen Kommentaren, ich bin der Beste, der Tollste, dass ich auch die Leute richtig abfuck, aber wie gesagt, das ist dieser Menschlichkeitstest. Ihr könnt gerne diesen einen Fehler, den ihr alle 20 Lichtjahre findet, den könnt ihr, und ich bitte das auch, dass ihr das runterschreibt. Aber parallel dazu möchte ich, dass man all das, nicht, okay, nicht alles, aber dass man versucht, auch das zu nennen, was ich richtig mache. Das kann man natürlich bei dieser Person, die als Fanboy, als Keyshaw Bodyguard vorbeikommt, kann man natürlich nicht erwarten. Aber ich meine ja nur, das ist es halt. Man entlarvt das. Deswegen schreibe ich hier auch so. Man entlarvt konsequent diese Sturheit, diese Dummheit. Und auf der einen Seite macht mich das, erregt mich das extrem, macht mich richtig geil. Auf der anderen Seite, wie man merkt,
macht mich das doch immer wieder fassungslos. Aber okay, genau, das hatte ich gerade gesagt. Ne? Also ja, bei dem Anfang des Dead Space, ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, man kann da aber reinschauen. Es ist natürlich so, wenn du bei Neuzeit spielen, vielleicht auch ja bei Alten, aber bei Alten ist es ja einfacher. wenn du in einem Neuzeitspiel das Spiel startest, um eine Testaufnahme zu machen, und du dann speicherst du ja nicht. Und wenn du dann das Spiel bei der richtigen Aufnahme wieder neu startest, im Hauptmenü bist, dann sind deine Soundeinstellungen nicht gespeichert. Also das, was ich bei der Testaufnahme umgestellt habe, das konnte nicht gespeichert werden, weil ich ja in dem Spiel nicht gespeichert habe, weil wir wollen doch in einem Let's Play von vorne anfangen, ja. Wobei ich zugeben muss, also so bei Sachen wie Spider-Man und so, das waren vielleicht wirklich nicht die besten Einstellungen. Das war auch wahrscheinlich mit ein Grund, wieso ich dann im. Aber das ist das Ding, ja. Ich habe. Also neue Spiele sind ja sowieso immer beschissen, aber da sage ich, ich habe es versucht. Und vielleicht hat das auch in dem einen oder anderen Part Sinn gemacht, aber ne, manchmal redet man lauter, manchmal redet man leiser. Dann habe ich halt beim Bearbeiten gemerkt, das ist nicht gut gewesen, aber ich habe dann versucht, den Fehler. Also nochmal, ich versuche keine Fehler zu machen. Und dann passieren mir Fehler. Und dann versuche ich diese klitzekleinen Fehler, die ich gemacht habe, zu korrigieren. Was machen andere? Andere scheißen einfach auf alles und Fehler, Fehler, Fehler. Ja, es ist doch ein Unterschied, ob Häkchen, 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 Kreuz, Häkchen, 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 Kreuz oder ob Kreuz, 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 Kreuz. Ja, dieser Unterschied. Aber wie gesagt, ich verstehe das. Das ist ein verhasster, muttergefickter, holocaustianischer Inzest, Auschwitz, Wixgeburten, Schablone, die ein Kishore-Altar bei sich zu Hause hat und so. Und ja, fapp, fapp, fapp. Kishore, ja, oh, oh, ja, verstehe ich. Aber ich meine ja nur, weil solche. Es gibt eigentlich. Sorry, aber. Ja, wie gesagt, man kannte mich ja vorher nicht. Das Erste, was man von mir liest, ist, ja, ich bin besser als Kishore. Ja, ich verstehe, dass man da angepisst ist, aber es ist auch nun mal die einzige Möglichkeit, um da. Ja, also, wie gesagt, besonders der Deutsche reagiert emotional. Du musst da einfach eiskalt sagen, was Phase ist. Wenn du dich hinstellst und sagst, ja, der Kishore, der ist ja ein ganz süßer und der ist ja super toll, aber da hört dir schon gar keiner mehr zu. Ja, da schlafen die Leute ein. Das merkst du ja hier, ADHS, 6 Minuten Sprachnachricht, tut mir leid, kann nicht, ja. Und dann kommt er mit so einer Kacke von wegen, ich weiß ja nicht, was da drauf ist. Alter, wenn das ein gefährlicher Link wäre, dann, wobei, nee, vergiss es. Ich wollte gerade sagen, wenn das ein gefährlicher Link wäre, dann hätte den YouTube nicht zugelassen. Ja, okay, wir wissen ja, was die Bots in letzter Zeit gemacht haben, die Porno-Links. Das ist auch ironisch, weil genau da in dem Kommentarbereich, wo ich bei Kishore kommentiert hatte, da war nämlich auch so ein Porno-Link. Aber komm schon, Alter. Da ist das dein Ernst? Okay, gut. Scheiß mal auf die 6 Minuten Sprachnachricht. Dann guck dir das dreistündige Video an. Geht auch nicht? Okay, das war aber auf YouTube. Das ist, wie gesagt, das ist so, die Leute sind so dumm, aber wenn es darum geht, sich rauszureden oder so, dann greifen die nach jedem Strohhalm. Genau. Das hatte ich jetzt erklärt. Also, natürlich muss ich am Anfang bei Neuzeit spielen, muss ich nochmal den Sound einstellen, weil das nicht gespeichert wurde, was ich in der Testaufnahme gemacht habe. Ja, das ist so, what? What? und geschnitten wird hier nichts, ja. Er hat ja hier auch geschrieben, warum soll deine Art, wie du schneidest, die richtige sein? Ich schneide nichts. Es geht darum, den Sound hochzudrehen. Es geht um die Lautstärke, was man ja wie gesagt nicht wissen kann, wenn man mir nicht zuhört. Let's Play, da wird nichts geschnitten. Es geht um die. Wirklich. Weißt du, es triggert mich so hart, ja? Wisst ihr? Dummheit. Dummheit im Allgemeinen ist richtig ekelhaft. Aber wisst ihr was? Und das ist mir heute den ganzen Tag, gestern Abend nochmal durch den Kopf gegangen. Das Problem ist ja nicht in erster Linie die Dummheit, dass Menschen etwas nicht verstehen. Das Problem ist, dass Menschen nicht mal versuchen, etwas zu verstehen. Ich bin mein ganzes Leben lang damit beschäftigt, konsequent für den, mit dem ich mich unterhalte, zu denken. Ich lebe nicht alleine. Ich lebe für andere Menschen mit.
Ich muss mich auch in meinen Videos ständig wiederholen und jetzt haben wir auch seit einigen Let's Plays diese, mich kotzt es ja selber an, diese dumme Eröffnung, wo ich den Leuten erklären muss, was ein Let's Play ist. Ich bin konsequent damit beschäftigt, für den ganzen Planeten zu denken. Ja? Weil die Leute kriegen das nicht hin. Ja? Also ich poche weiterhin darauf, ich bin mir weiterhin ziemlich bewusst, dass die sind behindert. Also selbst wenn sie mich zuhören würden, würden sie es nicht verstehen. Aber der Witz ist ja, es geht bei solchen, in Anführungsstrichen, Problematiken, Diskussionen, es geht nicht darum, dass die Leute mich nicht verstehen, sondern die hören mir erst gar nicht zu. Ja, ich behaupte etwas. Und die anderen beschäftigen sich null mit meiner Behauptung und sagen einfach, nee, ja, ich könnte ein Buch schreiben, Alter. Ich könnte alle Gedanken, alles, was ich jemals loswerden wollte, in zwei Sätze packen. Die würden sich diese zwei Sätze nicht durchlesen, weil es ist ja Arbeit. Ja, es ist ja Arbeit. So, auf der einen Seite nimmt man sich, wenn man mir doch einfach, ja, das, es gilt auch natürlich für die geisteskranken E-Girls, wo wir ja letztens wieder das schöne Thema hatten. Wenn, egal wo, egal um was es geht, wenn die Leute mir und wenn sie sich grundsätzlich einfach gegenseitig mal zuhören würden, ja, da wären wir auch wieder bei der Plandemie, dann gäbe es weniger Probleme. Das ist so dieses Witzige. Also, sie haben keine Zeit, dir zuzuhören. Aber ich hab ja die Klicks gesehen. Moment. Ja. Ich kann euch hier nochmal, mache ich nochmal einen Screenshot hier. Da seht ihr das, also muss jetzt nicht jeder Klick von ihm sein, aber wirklich wie so ein, man merkt einfach, da habe ich jetzt jemanden gedisst und plötzlich kriege ich 8000 Klicks auf meine Videos, ja. Da merkt man einfach, da hat man wieder so ein bisschen ins Wespennest gestochen. Man hat nicht die Zeit, die Lust, mir zuzuhören, aber lustigerweise verschwendet man dann doppelt, dreifach, fünffach so viel Zeit, mich davon zu überzeugen, dass ich im Unrecht bin. Aber wie kann man denn wissen, dass ich im Unrecht bin, wenn man gar nicht weiß, wie meine Position ist, ja? Das ist so, als wenn du jemanden auf der Straße siehst und du sagst einfach, ja, keine Ahnung, der hat heute Müsli zum Frühstück gegessen. Woher weißt du das? Ja? Woher weißt du das? Das ist so geil. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, ja? Und wenn die Leute noch nicht mal das schaffen, ja, wie sollen sie dann auch die Plandemie verstehen, ja? Man verlässt sich auf Experten, so Drosten, der hat ja einen Doktortitel und Spahn und Merkel, Merkel nicht mehr, da habe ich heute Bildschlagzeile, ne? Habe ich heute gelesen, stand auf der Bild, Merkel wurde im Supermarkt beklaut. Wusste ich gar nicht, dass die alte in einen so normalen Supermarkt geht. Hoffentlich wurden auch irgendwelche Passwörter geklaut oder so, die sie hoffentlich bei sich bei hatte. Aber ne, wir haben Leute, die haben irgendwelche Titel oder wie in dem Fall Kiesshow hat einfach viele Abonnenten und der muss ja einfach Recht haben und der hat so viele Abonnenten, die müssen ja irgendwo herkommen und wenn man sich dann dagegen stellt, dann ist das einfach, es ist Ketzerei, es ist Gotteslästerung, ja, so. Und gut, das mit dem Ordner, ja, ich habe ihm das erklärt, das kann er als jemand, der keine Videos macht, natürlich nicht wissen, aber es gibt einen Spam-Ordner. Es gibt eine Glocke, die anzeigt, dass ein Kommentar geliked wurde. Es gibt einen Spam-Ordner. Wie soll ich ihm das zeigen? Soll ich ihm Screenshot schicken? Kann ich nicht machen. Dann sagt er wieder, oh, ich klicke nicht auf Links, ne? Genau. Warum soll ich ein 3-Stunden-Video gucken? Weil du offensichtlich keine Ahnung hast, von was du da redest. Ne? Also, ich habe nicht die Zeit, dein Video anzuschauen, aber ich habe die Zeit, dich zu beleidigen und falsche Informationen zu verbreiten, ja, was man uns dann wieder unterstellt, wir bösen Schwobler. Ja, gut, warum soll ich auf einen Link klicken, das habe ich ja jetzt gesagt, ne, schönen Tag noch, Jesus, naja, Gott wäre mir jetzt lieber gewesen, wenn er das geschrieben hätte, aber okay. Ja, also, das ist der Standard einfach, ja, das, ja. Wie gesagt, tut mir jetzt leid, dass der eine Kommentar jetzt irgendwie weg ist. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde den blockieren. Der hat sich jetzt genug geoutet hier. Ah, sollen wir den... Ja, komm, Alter. Ja, das Problem ist, wie gesagt,
Ich will ihn blockieren und seine Kommentare behalten, aber es geht irgendwie nicht, ne? Es geht leider nicht. Naja, ich werde es mir überlegen. Fakt ist, okay, sorry, ich möchte euch da nicht natürlich in meine Provokation mit einbinden, aber ich habe ihn offensichtlich mächtig provoziert, ja. Und der sagt doch buchstäblich, ja, ich höre dir nicht zu, aber ich behaupte einfach irgendwas, ja. Und mit voller Überzeugung sagt er quasi metaphorisch, intelligenzmäßig, ich bin dumm und ich bin stolz. Mit voller Überzeugung, Alter. Das ist so absurd, ey. Aber ja, ne? Wie gesagt, nochmal, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Man muss nicht, nee, man muss nicht damit rechnen. Es ist ein Fakt. Die Leute nehmen sich nicht die Zeit. Und das ist halt komisch. Also auch wieder nicht in unserer Welt, aber ne, man denkt dann immer, hat man auch selber, bla, und hat man alles richtig gemacht. Jedes Mal, ob ich die Corona-Beans kritisiere, ob ich den LeFloid kritisiere oder was auch immer, ich höre mir das komplette Kack-Video an. Ja. Das ist einfach das menschliche Einmaleins. Wenn du ein Problem mit jemandem hast, dann höre ihm zu. Vielleicht hast du ja doch kein Problem. Vielleicht verstehst du seine Aussagen ja, wenn du sein. Ne, das. Wie gesagt, du kannst eine Stunde lang den besten Vortrag halten und sagst einmal fick dich oder so da drin. Das Wort merken sie sich ja. Oh mein Gott, ey. Ja, aber wie gesagt, es wird so weitergehen, ne? Der muss sich damit abfinden. Offensichtlich fällt es ihm sehr schwer. Es gibt doch keinen Spam-Ordner. Das habe ich mir doch ausgedacht, Leute. Oh Mann, ey. Ah, hier, verspätete YouTube-Glocke sei Dank. Der Perfekter. Vor allem. Let's Player, warum cuttest du nicht die Ladesequenzen weg? Hatte ich das jetzt in der Sprachnachricht gesagt? Das habe ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das sogar im Let's Play nochmal gesagt habe. Es geht bei Let's Playern und dem Spiel an sich, es geht um Authentizität. Ja, weil man doch als viele Leute, das war damals, das haben auch viele gesagt, nutzen diese Let's Plays natürlich auch, um entscheiden zu können, kaufen sie sich das Spiel oder kaufen sie sich das Spiel nicht. Und es ist, weil ich ja auch gerne einen auf Spieletester mache, ich versuche die Spiele ja auch immer auseinanderzunehmen und so weiter. Und da ist es doch meine Pflicht, das Spiel nicht besser oder schlechter darzustellen, als es ist. Und da müssen natürlich auch die Ladezeiten drin bleiben, damit der Konsument weiß, wie lang lädt das Spiel. Ja, klingt jetzt, also es ist jetzt, ich meine, ich würde jetzt nicht ein Spiel nicht kaufen, weil die Ladezeiten zu lang sind, aber es gibt besonders auf der PlayStation 4, das ist ja auch der Grund, dass ja eines dieser großen Kaufargumente für die PlayStation 5, kürzere Ladezeiten, ja. Und ich kann ja nur sagen, The Witcher 3. Da verrecke ich ungerne, ja, weil das Spiel braucht, glaube ich, so 30 Sekunden bis eine Minute zum Nachladen, ja. So. Und bei dem Spiel, ja gut, ich glaube, das war ein bisschen weniger, aber versteht ihr das? Also, das ist so das Ding. Er versteht, wenn er mir zuhören würde. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich das in diesem dreistündigen Video gesagt habe, aber wenn er mir zuhören würde, würde er verstehen, es geht mir auch um Authentizität. Also er wirft mir hier einen Fehler vor, der kein Fehler ist, weil ich diese Tätigkeit absichtlich mache, weil es nun mal kein Fehler ist, sondern weil es nun mal authentisch ist, die Ladezeit eines Spiels drin zu lassen, weil man möchte, dass der Zuschauer weiß, wie lang das Spiel lädt. Ja, aber natürlich in unserer heutigen ADHS-Gesellschaft, da gibt es ja solche Leute wie Domtendo, die ihr Let's Play in Anführungsstrichen vollkommen kaputt fisten, jegliche Fehler, jegliche Inkompetenz, jegliche Stummpausen rausschneiden. Und wenn das natürlich jeder macht, ne, und da wären wir auch wieder bei Leuten wie LeFloid und
ne, die Vlogger, die News-Channel, die keine zwei Sätze am Stück reden können, alles muss perfekt geschnippelt sein und da jeder schneidet, wird mir jetzt vorgeworfen, dass ich nicht schneide, weil es schneidet ja jeder. Aber hat der vielleicht mal daran gedacht, dass ich das absichtlich drin gelassen habe? Wegen der Authentizität, ja? Also du hast den dummen Menschen, der denkt, ich würde einen Fehler machen, obwohl ich keinen Fehler mache, also ist er wieder der Dumme. Aber versuche ihm das mal wieder zu erklären. Checkt er ja wieder nicht, ja? So, habe ich irgendwas vergessen? Naja, wie gesagt, das mit den Soundeinstellungen muss ich machen, weil ich ja in dem Spiel nicht gespeichert habe. Aber wie gesagt, Spider-Man ist schwierig. Ja, und grundsätzlich, neue Spiele sind sehr, sehr schwierig. Also da wirklich davon Perfektion zu reden, ist wirklich dumm. Aber wie gesagt, ich versuche es. Ich versuche es ja. Ich hatte euch das ja in der vorigen Sprachnachricht erklärt. Warum kanntest du nicht die Ladesitze? Alter, bitte, ich muss ihm... Irgendeiner muss ihm... Ohne Spaß. Oder wie gesagt, ich habe die Metapher damals immer so gerne genommen, an den Stuhl binden, so mit Wäscheklammern oder so, die Augenlider hinterklammern, damit er nicht die Augen zumachen kann. Und dann hat er mir gefälligst zuzuhören, ja. Stunde um Stunde... Von mir aus schaue ich mir mit ihm auch das komplette Spider-Man-Let's Play zusammen an, gehe natürlich zwischendurch auf die Toilette, was ich ihm nicht erlauben werde, da muss er dann in die Hosen machen, selber schuld. Und wenn Leute sich wirklich so ein paar Stunden von mir gegönnt haben, ich bin auch so frei, ich stelle den Leuten auch gerne Material zur Verfügung, ja, welches meine Standpunkte erklärt. Und wenn die Leute das alles gemacht haben, dann gerne, gut und gerne, können die mich da voll labern. Aber die meisten werden dann, wie gesagt, wahrscheinlich nicht mehr die Fresse aufmachen, weil sie mich dann verstanden haben. Ja. Aber. Die Ladezeiten, Alter. Ja! Natürlich. Und das, ey. Das erinnert mich an den Nightmare. Also ist jetzt keine Lästerei oder so, aber ich kann mich dunkel daran erinnern, dass er auch mal mir dann geschrieben hat, du sag mal, hast du bei dem Video irgendwie einen Fehler gemacht, weil da ist irgendwie die ganze Zeit ein schwarzes Bild. Und dann habe ich geschrieben, ja guck mal unten rechts, da ist das Ladesymbol, das war eine Ladezeit, ja. Ja, na, wie gesagt, klar, wenn du einfach geistig behindert bist und nicht meine beste Metapher, wieder übertrieben, aber es ist nun mal wahr. Wenn jeder auf der Straße draußen Kinder vergewaltigen würde und ich hätte ein Kind und also auch, hab ich es gerade gesagt, auch auf der Straße. Du siehst auf der Straße mit Metapher für die Welt. Alle sind dumm, meine Metapher. Du siehst auf der Welt, auf der Straße, wie die Leute auf der Straße ihre Kinder in den Arsch ficken. Und ich, nehmen wir mal an, ich hätte ein Kind und ich würde mit dem Kind ganz normal auf der Straße rumlaufen. Dann würden die Leute dumm gucken und mich kritisieren und sagen, warum fickst du dein Kind gerade nicht in den Arsch? Ja, weil es ist die Normalität. Und so sagt er hier, ey, es ist doch die Normalität, sowas rauszuschneiden. Aber stellt euch mal vor, ihr seid ein Zuschauer, um jetzt mal das Ganze von der anderen Seite aufzurollen. Ihr seid ein Zuschauer, ihr seht ein Let's Play und ihr, ne, es ist aus unbekannten Gründen, ist das für euch ein Kaufgrund, weil ihr seht das Spiel und ihr merkt, boah, das hat ja überhaupt gar keine Ladezeiten, wie krass. Und dann spielt der Let's Player, das ist jetzt natürlich nur so, ich überspitze das jetzt wieder. Nehmen wir mal an, du siehst beim Let's Player nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad der spielt. Dann spielt der auf leicht und sagt das aber nicht. Und dann, das sind dann so die zwei Verkaufsargumente, ja. Boah, ich bin ja so scheiße in dem Spiel, aber das Spiel scheint voll einfach zu sein. Und oh mein Gott, das Spiel lädt ja gar nicht, krass. Und was passiert? Der Typ kauft sich das Spiel. Was merkt er zu Hause? Erstens ist das Spiel schwerer, als er gesehen hat. Und zweitens gibt es auf einmal Ladezeiten. Er wurde doch beschissen. Ja? Das ist Betrug.
Das ist einfach Betrug. Und deswegen lasse ich auch die Ladezeiten drin. Wie gesagt, das ist jetzt alles überspitzt, aber um das jetzt mal wirklich zu Ende zu denken. Aber wie gesagt, vielleicht hat ja sein Vater ständig den Schwanz in sein Ohr gepackt. Oder wirklich, man versucht sich das ja, man versucht es ja irgendwie zu verstehen. Aber kann man nicht. Wenn es ein Einzelfall wäre, könnte man jetzt wieder sagen, was weiß ich, Kindheit, Familie, bla bla bla. Aber es ist die ganze Welt. Es ist die ganze Welt. Irgendwo muss man, ich weiß nicht, was das ist. Es ist die ganze Welt eine riesen Inzestfamilie geworden? Oder gehört das vielleicht dazu, dass man nach der Entbindung, bevor man sein Kind nach Hause nehmen kann, dass man, ja, ist da vielleicht bei diesen Entbindungsstationen, bei diesen Kinderstationen, wie auch immer die heißen, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung von dem Scheiß, kann es sein, dass da absichtlich vielleicht Treppenstufen lose sind, damit die Eltern ihre Kinder fallen lassen, weil man ja gerne so schön sagt, hat deine Mutter dich damals mehrfach fallen lassen? Wird es irgendwie arrangiert? Gibt es irgendwas da draußen, was dafür sorgt, dass die Welt wirklich konsequent behindert wird? Behinderter wird. Also klar, wir haben das Internet, bla 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 bla, alles oberflächlicher. Aber Leute, es ist doch eine Seuche. Es ist doch eine Seuche. Ja? Da, guck mal, wie winzig. Das ist doch. Das kann doch nicht sein. Das kann doch wirklich nicht sein. Dass die Menschheit so behindert ist. Wirklich. Du musst denen alles vorkauen. Ja? Damals so, Mutter, kannst mir den Löffel in den Mund stecken. 20 Jahre später, Lieblings-YouTuber, kannst du mir deinen Content in den Mund halten? Ich versuche mir das mal vorzustellen. Wie geht so eine Person durchs Leben? Ja, ganz normal, weil es ja Normalität ist. Weil ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Wir haben es zugelassen, dass das die Normalität ist. Und ich werde weiterhin dagegen kämpfen, aber ihr seht, wie schwierig das ist, weil ich alleine schon an einer Person verzweifle, ja? Ganz ehrlich. Ich überlege gerade, ich überlege es mir, vielleicht lade ich sie auf YouTube hoch. Da müsste ich dann aber nochmal schauen, ob ich irgendwelche Triggerwörter verwendet habe. Hallo liebe YouTube-Zuschauer, falls ihr das gerade hört. Falls ihr Piepsgeräusche gehört habt, ja, da war dann irgendwas drin, ich weiß es jetzt nicht. Das kommt mir spontan nur der Gedanke, wirklich, sowas muss einfach raus, ja. Unfucking fassbar, ey.